Du selbstsüchtiger Seebär, du bist davongesegelt und hast deine Crew einfach zurückgelassen. Nachdem du unser Duo zerstört hast, ging's nur solo. Liberty, Feuer! Wahnsinn, Solo! Hört auf zu streiten, fangt an zu reden. Jemand braucht Hilfe, um sich davon zu schleichen. Au, ouch! Oh, ich glaube, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Oh, ja, ja, was würde ich tun? Zeit, sich zu verwandeln. Ich weiß gar nicht, wie das passiert. Ich helfe dir. Vorsichtig. Oh, komm wieder her, du tun nicht gut. Oh, fang mich doch. Hahaha, deine Kräfte sind verstimmt, Ladybug. Du solltest dich nicht in tiefe Gewässer trauen, wenn du nicht schwimmen kannst. Jetzt, Krokodil, ihr Miraculous. Ihr Miraculous gehört mir. Nein, dir. Wann immer du bereit bist, Cat Noir, die Show hat bereits begonnen. Was ist da draußen los? So was habe ich da noch nie gesehen. Schnell, Monsieur Adrien. Verstecken wir uns, bis Ladybug und Cat Noir sich darum gekümmert haben. Die Show muss weitergehen. Sie verstecken sich und ich mache mein Make-up fertig. Was für ein Profi. Plek, verwandle mich. Wenn du nicht von meinen Kanonenkugeln zerquetscht werden willst, gibst du mir dein Miraculous. Nein, dein Juwel kriege ich. Sonst zerstört mein Wahnsinn Solo Paris. Pünktchen, versprich mir, dass wir als altes Pärchen nicht so sind. Dafür müssten wir überhaupt erstmal ein Pärchen sein, miese Katze. Hey, wo wollt ihr denn hin? Du wirst doch nicht zulassen, dass uns diese beiden Haustiere besiegen. Wo ist sie hin? Ich bin der Einzige, der dich untergehen lässt, Captain Hardrock. Schon Gitarre-Villain. Wir müssen ein Duell beenden. Ihr bleibt hier. Wir kommen zurück. Steuere Richtung Himmel. Hey, das ist unfair. Wir haben weder Flügel noch ein fliegendes Piratenschiff. Also, wo waren wir? Das Einzige, was dir je wichtig war, ist deine Musik. Unsere Musik. Liberty, Feuer frei! Vielleicht haben sie irgendwann genug davon. Dass sie wirklich mal verliebt waren. Diese Gefühle scheinen lange weg zu sein. Das ist kein Grund, nicht mehr miteinander zu reden. Ich weiß nicht, ob das stark genug ist, um das zwischen den beiden wieder zu kitten. Wir brauchen jemanden, dem sie zuhören. Luca, bleib nicht hier. Wir reden später. Ich meine, es ist nicht sicher. Wo will sie denn hin? Dann beschütze ich Paris eben allein.